So, wir starten mal direkt in die nächste Episode. Oder wir speichern vorher einmal kurz. So, da, einmal überspeichern. Schön. Jetzt geht's los. Grrr, du hast mich zum letzten Mal gedemütigt, Stil-Samurai. Der blasse Mond am Himmel schreit nach deinem Blut. Bisschen leiser gerade, ne? Der Mond. Nein, du solltest zum Mond aufblicken. Denn es wird das letzte Mal sein, dass du den Mond siehst. Wohl, keine Ahnung. Worum geht's jetzt gerade? Was passiert hier? Wir sehen uns in der Hölle. Was ist denn hier los? Die Schwerter der Krieger glänzen im Mondlicht und schlacken zu. Einer ist gefallen, aber wer? Das weiß nur der Mond. Verpassen Sie nicht die spannende nächste Folge. Rückkehr des schwarzen Boten. 14. Oktober, 17:31 Uhr, Anwaltskanzlei White und Partner, nicht mehr Faye und Partner. So. Ja. So, wir starten in die nächste Episode und es fängt mit Maya an. So, Moment, warte, ich muss kurz was trinken. Und husten. So, das war richtig krass. Wir sehen uns in der Hölle, böser Richter. Böser Richter, also. Hey, fuchtel nicht so mit diesen Besen rum. Ach, Dick, ich wusste nicht, dass du hier bist. Natürlich bin ich hier. Was hast du denn da für eine surreale Sendung geschaut? Was? Nick, heißt das, du kennst den Stil-Samurai nicht? Wow, das ist also der Stil-Samurai. Okay. Er ist nur der beliebteste TV-Held bei den Jugendlichen. Wie Jugendliche? Wie jugendlich denn? So 10 Jahre alt. Und warum zum Teufel fliegst du dann aus? Hey, ich bin auch erst 17. Mit 17 bin ich auch noch Teenager, nicht so wie du, Nick. Hey, sprich nicht so mit mir, als wäre ich ein Opa. Bin selbst erst 24. Mein Gott, was ist denn mit meinem Hals los gerade? So, jetzt aber. Dann schau's mit mir an. Er ist echt cool und total angesagt. Als Grundschüler nach ihrem Berufswunsch gefragt wurden, war der Stil-Samurai Nummer 1. Ich mache mir wirklich Sorgen um die Kids von heute. Opa. Gut, der Stil-Samurai ist vorbei. Zeit, das Büro abzuschließen. Du hast recht. Wenn wir nur ein paar Mandanten hätten. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Ich musste mich gerade sehr stark räuspern, weil irgendwas gerade in meinem Hals ist jetzt wohl in der neuen Aufnahme. Ich habe nämlich, bevor ich die neue Aufnahme jetzt, neue Aufnahme, bevor ich die nächste Episode gestartet habe, habe ich noch eine Kleinigkeit gegessen. Und jetzt habe ich irgendwas im Hals die ganze Zeit. So, seit meinem Prozess ist schon ein Monat vergangen. Der Mord an Mia war eine ganze Weile in aller Munde. Aber keiner hat dabei die Anwaltskanzlei Wright und Partner beachtet. Wie soll ich in diesem Monat bloß die Miete bezahlen? Das wird schon. Ich bin mir sicher, dass ein guter Mandant schon so gut wie vor der Tür steht. 16. Oktober, 8:14 Uhr, Schlafzimmer von Phoenix White. Ring, 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 piep. Hallo? Hier ist Phoenix? Nick! Maya, was ist los? Es ist noch so früh. Der Stil-Samurai wurde verhaftet. Hä? Der Typ aus der Serie? Ja. Es heißt, der Stil-Samurai hätte einen Schurken getötet. Dafür ist er doch da, oder? Ja, im Fernsehen. Ja, im Fernsehen. Nein, er hat es tatsächlich getan. Im richtigen Leben, meine ich. Er hat einen Schurken mit einem Samurai-Speer aufgespießt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du da redest. Komm einfach so schnell ins Büro, bitte, Nick. So machte sich Nick auf den Weg ins Büro. Tralalalala. 16. Oktober, 9:22 Uhr, Anwaltskanzlei White und Partner. Maya ist schon da und sieht fern.
Jetzt die Morgennachrichten. Der Schauspieler Will Powers wurde gestern verhaftet. Powers spielt die Hauptrolle in der beliebten Kinderserie Der Stil-Samurai Krieger aus Neo-Olde Tokio. Er wurde unter Mordverdacht festgenommen. Das Opfer war Jack Hammer, der den Schurken Böser Richter gespielt hat. Seine Leiche wurde in dem Kostüm des bösen Richters gefunden. Der Samurai-Speer steckte auch noch in dem Körper. Die Polizei hält diesen Speer für die Tatwaffe und hat die Ermittlungen aufgenommen. Entschuldigung. Ich bin noch neu in diesem Beruf. Das muss ein Scherz sein. Nein, das ist ein Albtraum. Das Ende des Stil-Samurai. Das ist das Ende der Welt. Und ring, 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 ring. Ring, 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 piep. Ja, kann zwei White und Partner? Was? Nick? Es ist der Stil-Samurai. Was? Ja, natürlich. Wir sind gleich da. Lass uns gehen, Nick. Gehen? Wohin? Sie haben den Stil-Samurai in die Strafanstalt gesteckt. Ja und? Also habe ich entschieden, dass das unser erster Fall sein wird. Okay, warum? Nur weil sie die Serie so mag? Was zu tun ist. Nun, was sollen wir tun? Was wir tun sollen? Wie kannst du einfach nur so rumsitzen? Wir müssen zur Strafanstalt und dort den Stil-Samurai zu treffen. Ich frage mich, ob sie diesen Fall untersuchen oder nur die Studios besichtigen möchte. Ich setze aufs Besichtigen. Wir haben noch nicht genug Informationen, auf die wir die Verteidigung stützen können. Gib's einfach zu, du hast keinen Schimmer, was passiert ist. Nein, wir haben einfach nicht genug Informationen. Präsentieren. Okay, wir haben nichts. Ist ja auch klar. Untersuchen. Das Übliche wieder. Mias Lieblingstopfpflanze. Maya hat sie in letzter Zeit so oft gegossen, dass sie jetzt etwas aufgedunsen ist. Entweder will Maya, dass sie wächst, oder sie verfeinert nur ihre Wasserfoltermethode. Alles klar. Draußen ist es richtig schön. Das Hotel gegenüber ist zurzeit immer voll. Das ist der Page, der fröhlich das Zimmer putzt. Achso, da ist der Page. Das Poster eines alten Films, den Mia mochte. Ich habe schon überlegt, ihn auch anzuschauen. Das ist das Übliche immer noch. Das ist mir aufgefallen, dass der Titel des Films nicht auf dem Poster steht. Oh. Hier stehen unheimlich viele juristische Bücher. Erschreckend ist nur, dass ich die jetzt alle lesen muss. Oh, viel Spaß. Mias Schreibtisch. Eigentlich ist es jetzt mein Schreibtisch. Wenn ich hier sitze, fühle ich mich wie ein echter Profi. Mhm. Ach ja, da unten kann ich ja nicht bewegen. Ja, gut, bewegen? Strafanstalt? 16. Oktober, Strafanstalt, Besucherraum. Ich dachte schon, er sitzt im Kostüm da. Er sieht ein bisschen aus wie... Ich weiß auch nicht. Stimmt was nicht, Maya? Das ist er, in Fleisch und Blut. Ist das wirklich dieser Typ? Was meinst du mit dieser Typ? Natürlich ist er es. Er erinnert ein bisschen an Wolverine, ne? Von den X-Men. So ein bisschen, ja? Könnte man sagen. Will Powers, unser Mandant, das ist er. Vielleicht sollte ich das nicht sagen. Aber er war es ganz sicher. Mord, wenigstens einmal, vielleicht auch zweimal. Hoppla, was sagst du da? Ja? Stimmt etwas nicht? Nein. Na, das fängt ja gut an. Ich weiß, Sie sind enttäuscht, nicht wahr? Enttäuscht? Ach nein. Nein, es ist okay, das ist mein wahres Gesicht. Als ich die Rolle des Stil-Samurai mit dieser Maske bekam, entschloss ich mich, mein Gesicht erst nach der Serie wieder öffentlich zu zeigen. Wegen der Kids, wissen Sie, ich wollte Ihre Träume nicht zerstören. Aha. Ich denke, das war egal. So viel zum Thema Träume. Ich frage mich, was Sie jetzt vom Stil-Samurai halten. Schneewe. Nick. Was? Er ist ein guter Junge. Ich meine, er ist anständig. Ach, auf einmal. Ja. Oh, na toll, jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Er war's nicht. Okay, nicht wichtig, also weiter. Er war's nicht. So, ich will erstmal mit dem guten Herrn reden.
was passiert ist. Vielleicht erzählen Sie erstmal, was vorgefallen ist. Ja, natürlich. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Tja, es ist ja auch gestern passiert. Die Besetzung war zu einer Probe in die Global Studios gekommen. Morgens um 10 Uhr haben wir einige Actionsequenzen geprobt. Für 17 Uhr war dann eine Probe angesetzt. Als es dann kurz vor 17 Uhr war, versammelte sich die Besatzung vor dem Studio. Der böse Richter wurde zusammengesunken neben dem Set gefunden. Ich sollte mir gleich wieder Notizen machen. Das war also der böse Richter. Sie nahmen ihm die Maske ab und entdeckten, dass es Jack Hammer war. Tot. Er war mit dem Samurai-Speer fachmännisch aufgespießt worden. Ich schreibe mal kurz auf, dass er mit dem Speer getötet wurde. So, Speer. Und in der letzten Episode habe ich mir auch so viele Notizen gemacht und habe sie eigentlich kaum benutzt. Dem Samurai-Speer? Ja, das ist ein langer Speer, den ich, der Stil-Samurai, als Waffe verwendet. Vielleicht können Sie mir erklären, was genau der Stil-Samurai ist? Nick, wie kannst du so etwas sagen? Ich entschuldige mich für meinen Partner, Sir. Er ist neu in diesem Metier und nicht ganz auf dem Laufenden. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hey, wer ist hier neu in diesem Metier? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin von vorgestern. Ich habe dieses Wort noch nie gehört. Oder ich spreche es falsch aus. Ach, das ist schon in Ordnung. Wirklich. Der Stil-Samurai ist die Hauptfigur in einer beliebten Kinderserie. Er streift durch die Straßen von Neo-Olde Tokio und bestreitet Kampf um Kampf gegen den bösen Richter und seine Schergen. Natürlich besiegt er den bösen Richter nie endgültig, damit die Serie jetzt 10.000 Episoden immer weitergehen kann. Obwohl er ihn dieses Mal richtig besiegt hat, fürchte ich. Verstehe. Das war extra. Neo-Olde Tokio, wer denkt sich denn solchen Namen aus? Powers Alibi. Nun, wo waren Sie am Tag des Mordes? Nun, an diesem Morgen bin ich um 9 Uhr ins Studio gekommen. Wir sind bis Mittag die Action-Szenen durchgegangen. Die Probe sollte um 17 Uhr stattfinden, aber ich war müde. Also habe ich nach dem Mittagessen in meiner Umkleide ein Nickerchen gemacht. Als ich aufwachte, war es schon nach 17 Uhr. Ich kam zu spät zur Probe. Ich eilte zum Studio und alle dort standen unter Schock. Ich wurde sofort verhaftet und hierher gebracht. Ach übrigens, hier hat man jetzt am Ende nicht gesehen, wer der Mörder war. Jetzt können wir auch mal selbst vielleicht herausfinden, wer der Mörder ist. Er hat also den gesamten Nachmittag des Mordes verschlafen. Was für ein Actionheld. Was werden die Kids bloß denken? Ich sollte wohl mal den Tatort unter die Lupe nehmen. Richtig, die Global Studios. Ich zeichne Ihnen einen Plan. Klasse, Nick. Auf geht's. Ich wette $10, dass sie auf Autogrammjagd geht. Okay. Präsentieren können wir nichts, weil wir noch nichts haben. Untersuchen, es ist immer dasselbe. Dieser Wachmann überwacht den Besucherraum. Er scheint in Bewunderung von Will Powers zu erstarren. Ja, weil er sonst immer ganz anders aussieht. Sonst ist er immer so hibbelig. So. Eine Kamera. Bitte lächeln. Okay, hier kann man nie wirklich viel sagen. Machen. Bewegen. Die Studios. Na, das Studio jetzt erstmal. 16. Oktober, Global Studios, Haupteingang. Toll! Hier wird also die Serie Samurai gedreht oder wurde gedreht, da ja. Der Hauptdarsteller ist tot und der Hauptbösewicht auch. Der Hauptdarsteller ist tot. Der Hauptdarsteller wurde verhaftet und der Bösewicht ist tot. Gigantisch, bist du gar nicht aufgeregt? Oh Gott, wer ist das denn? Old Bag? Was? Hey, sieh da! Wenn Sie rein wollen, müssen Sie bei mir vorbei. Ach, tut mir leid. Wer sind Sie, Wir sind Anwälte. Ach so. Ach ja? Nun, das ist toll. Ich bin vom Wachdienst. Und das ist mein Job, dafür zu sorgen, dass Schaulustige wie Sie draußen bleiben. Schaulustige? Schaulustige. Neugierige. Touristen. Ich kenne Ihre Sorte. Sie haben von dem Vorfall gehört und jetzt schnüffeln Sie rum. Die Jugend von heute. Etwas Schreckliches passiert. Hallo? Oder, hallo?
Hallo? Oh mein Gott, warum redet sie so schnell? Ich kann gar nicht hinterher. Ich muss schon anders machen. Rudolf, wie sind denn die Jugendlichen heute denn los? Nick? Werde ich auch mal so eine wie sie? Sag bitte nein. Ehrlich gesagt, ich habe kaum was gelesen. Warum war das gerade so schnell? Ich habe nichts gedrückt übrigens. Weiß nicht, schon möglich. Hey! Hört gefälligst zu, wenn ich mit euch rede. Aha, ach, die heutige Jugend. So, reden. Ich kann nicht ewig mit ihrer Stimme reden, die Studios. Was machen sie also hier in den Studios? Wir bei Global Studios lassen Kinderträume wahr werden. Übrigens, als ich noch jünger war, da kann ich Geschichten erzählen. Nein, sie waren ein Star? Leider nur ein kleines Funkeln zwischen den Stars hier, meine Liebe. Oh, ho. Im Studio ist es wirklich bergab gegangen. Aber vor 10 Jahren war es noch ein Studio der Träume. Hammer war... Achso, Hammer, okay. Hammer war damals auch noch ein großer Star. Er war... Hammer? Das Opfer. Sie Dummkopf. Der böse Richter. Er wurde dazu degradiert, nur noch Schurken zu spielen. Nicht gerade tolle Rollen. Können Sie mir etwas über Herr Will Powers erzählen? Er ist kein schlechter Junge, aber lassen Sie sich von seiner Maske nicht täuschen. Ohne sie würden Sie ihn auf der Mattscheibe nicht sehen wollen, ganz ehrlich. Kleine alte Damen, die ihn so sehen, müssen sich wohl übergeben. Oh Gott, diese Stimme. Wahrscheinlich hat er deswegen gedacht, dass der Stil-Samurai die große Chance sei. Keiner hätte gedacht, dass er in der Lage wäre, dem armen Jack Hammer das anzutun. Wir wissen nicht sicher, ob Will Powers schuldig ist. Powers? Natürlich ist er schuldig. Woher ich das weiß? Ich weiß alles. Das ist mein Job. Hm? Was für eine Person war Jack Hammer? Was für eine Person? Ach, wenn ich das nur wüsste. Jack Hammer wird in vielen Herzen als der ultimative Actionheld weiterleben. So sieht er also aus. Er war einfach überragend in der Serie Dynamit Samurai. Hätte ich davon schon mal gehört haben sollen. Aber es gab vor 5 Jahren einen Drehunfall. Unglücklicherweise bedeutete das einen Karriereknick für ihn. Zum Schurken in einer Kinderserie degradiert. Außerdem haben sie ihm kaum noch was gezahlt, heißt es. Traurig ist das. Warum sind Sie sich so sicher, dass Herr Powers der Mörder ist? Gestern stand ich genau hier, okay? Ich war hier von 13 Uhr bis 17 Uhr, als ich die Leiche fanden. Als Sie die Leiche fanden. Nun, das Studio, wo der Mord geschah, befindet sich links von hier. Wenn Sie also zu dem Studio gehen möchten, müssen Sie an mir vorbei. Nur eine Person ging zur Tatzeit zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr hier vorbei. Und diese Person war Herr Powers. Achso, und diese Person war Herr Powers? Ja, ich habe ihn gesehen. Aber Herr Powers sagt, er hätte in seiner Umkleide geschlafen. Oh, natürlich behauptet er das. Er ist ja nicht dumm. Aber er war der Einzige, der hier vorbeiging. Er ist der Mörder, darauf können Sie Gift nehmen. Ist es nicht langsam an der Zeit, dass Sie nach Hause gehen? Hier gibt's nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Eigentlich sind wir auf Herr Powers Bitte hier. Sie sahen mir doch gleich verdächtig aus. Zeigen Sie mir eine Anfrage von ihm. Vielleicht lasse ich sie dann herein. Die Dame hier glaubt wohl, dieses Gelände gehört ihr. Okay, präsentieren. Wir haben keine Anfrage. Also wir müssen gleich nochmal zu ihm zurück. Ich würde aber einmal kurz hier so... Der Computer, der die Überwachungskameras des Studios steuert. Hey, nicht anfassen! Okay. In der Übersichtsplan der Studios. Rechts von ihr befindet sich der Personalbereich. Links sind die eigentlichen Filmstudios. Das Haupttor zum Studio. Gestern gab es hier eine Szene, als sich Schaulustige gegen das Tor pressten. Und ein Wagen. Sieht wie ein Studio-Van aus. Wahrscheinlich wird damit Filmausrüstung transportiert. Okay. Mehr haben wir hier sonst. Warte. Die Wachstation. Nach dem Berg auf ihrem Tisch zu urteilen, scheint die Wachfrau Junkfood zu mögen. Ich kann den Computer sehen, der die Überwachungskameras steuert. Es war die Frau. Es war die gute alte... Ich habe ihren Namen vergessen. Okay,
Hallo, wie war's im Studio? Die denken alle, ich wär's gewesen, nicht wahr? Nein, überhaupt nicht. Stimmt doch, Nick. Ja, überhaupt nicht. Schlimmstenfalls sind sie ein Verdächtiger. Okay, reden. Ich brauche... Erstmal Ihr Alibi. Herr Powers, Sie verbergen doch hoffentlich nichts vor mir, oder? Was? Nein, das würde ich nicht tun. Eben haben Sie gesagt, dass Sie nach dem Mittagessen in der Umkleide geschlafen haben. Ja, wie ein Zeugling. Aber die Wachfrau hat gesagt, sie hätte Sie an diesem Tag gesehen. Sie sagte, sie hätte Sie auf dem Weg zum Tatort gesehen. Was? Nicht möglich. Oh Mann. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich habe geschlafen, Ehrenwort. Herr Powers, wenn Sie möchten, dass ich Ihnen helfe, müssen Sie mir die Wahrheit sagen. Ich bin neu in diesem Anwaltsgeschäft und muss jeden Vorteil nutzen. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ich schwöre beim Grab meiner Mami, dass ich geschlafen habe. Vielleicht hat die Wachfrau nur geglaubt, mich gesehen zu haben. Was hat sie gesehen? Er scheint nicht zu lügen. Zu der Wache am Haupteingang. Zu diesem Studio. Ach, die Wachfrau. Sie ist schrecklich. Sie sagte, dass ich verdächtig aussehe. Ja, das hat sie zu mir übrigens auch schon gesagt. Nehmen Sie diese Maske ab, das hat sie, glaube ich, gesagt. Sie leckt allen hohen Tieren im Studio die Stiefel. Aber wenn sie dich einmal stolpern sieht, lässt sie dich nicht mehr in Ruhe. Sie ist so unverschämt. Würden Sie förmlich in einem Brief darum bitten, dass ich sie vertrete? Natürlich. Okay. Jetzt kommen wir auch in die Studios rein. Ich hoffe nur, dass ich damit an der Wachfrau vorbeikomme. So, reden können wir jetzt nicht mehr. Präsentieren, suchen und so, das bringt uns jetzt auch gerade nichts mehr weiter. Dann zum Studioeingang. Dann präsentieren und dann hier bitte. Meine Dame, schauen Sie. Dies ist eine Anfrage von Herrn Powers. Hm? Ja, tatsächlich. Ich erkenne die kindliche grobe Klaue. Gab der Wachfrau Powers Anfrage, okay? Sein Schicksal Jugendlichen mit so unzuverlässigem Aussehen anzuvertrauen. Habe ich das gerade richtig gelesen? Ja. Wirklich. Wirklich? Jedenfalls dürfen Sie durchgehen. Aber nur nach links zu den Studios. Nach rechts dürfen Sie nicht. Das ist der Personalbereich. Keiner darf rein, meine Liebe. So lauten meine Anweisungen. Der gute Inspektor hat es mir persönlich gesagt. Hehe, Nick. Hä? In der Wachstation gab es Pläne. Wie sind denn da reingekommen? Hey, nicht schlecht. Die kosten jeweils 50 Cent, Dankeschön. Nun, lass uns gehen, Nick. 50 Cent? Plan der Global Studios zur Gerichtskarte zugefügt. Wir gucken auch gleich mal rein. Überprüfen. Okay. Wir sind am Tor. Wir sind beim Haupteingang. So. Da geht's zum Personalbereich und dann haben wir da Studio 1, Studio 2. Da ist eine Umkleide und da ist noch ein Tor. Wir stehen aber nicht vor diesem Tor, sondern wir stehen da am Haupteingang. Okay. Können wir noch was sagen? Nein. Studio 1 außen. 16. Oktober, Eingang Studio 1. Der gute alte Gamschuh. Hey! Sind Sie nicht der Mörder von neulich? Ah, der verwirrte Inspektor. Hey, mein Lieber, Sie wissen, dass Ankläger Edgeworth ihretwegen sehr verärgert ist. Ich habe gesehen, wie er Tee nippte und bedrückt aus dem Fenster starrte. Na und? Hey! Wenn er bedrückt ist, ist das allein Ihre Schuld, weil Sie schlampig ermitteln. Inspektor. Ich glaube, du hast seine Gefühle verletzt. Oh nein, es tut mir leid. Nun, ich denke, es ist leicht, seine Gefühle zu verletzen. Sie haben recht, Kumpel. Es ist meine Schuld. Ich kann noch so sehr anderen die Schuld geben, aber ich kenne die Wahrheit. Hehe, nehmen Sie es nicht so schwer. Der nächste Fall kommt bestimmt. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Was genau machen Sie beide hier? Nun ja,
Wir arbeiten auch an diesem Fall, mein Lieber. Hey, Sie können nicht einfach so mein Lieber sagen und gehen. Das ist meine liebenswerte Charaktereigenschaft. Der ist einfach so ein Charakter. Reden mit dem guten Gammschuh. Die Ermittlung. Nun, wie laufen Ihre Ermittlungen, Inspektor? Nun ja, das darf ich Ihnen nicht sagen, Jüngchen. Nick, vielleicht solltest du bei deinen Fragen nicht immer ganz so direkt sein. Du hast recht, Inspektor, dürfte ich mal... Warte. Entschuldigung, kurz husten. Inspektor, dürfte ich mal ansehen, was Sie haben? Was ich habe? Den Autopsiebericht. Die neueste Fassung, wenn das möglich wäre. Richtig, richtig. Tut mir leid, was da beim letzten Mal passiert ist, mein Bester. Autopsiebericht. Todeszeitpunkt. 15.10. 14.30 Uhr. Todesursache Speer durch Stachbrust. Grund der Festnahme. Warum wurde Herr Powers festgenommen? Ganz einfach, mein Lieber. Der Mord geschah direkt dort drüben im Studio 1. Nun, das Opfer betrat Studio 1 ungefähr um 13 Uhr. Zu dieser Zeit war niemand außer dem Opfer im Studio. Laut Autopsiebericht trat der Tod um 14.30 Uhr ein. Nur eine Person ging zwischen 13 und 14.30 Uhr zum Studio. Und diese Person war niemand anderes als Will Powers. Niemand sonst, Junge. Wenn Sie meinen, ich würde lügen, fragen Sie doch die Wachfrau am Haupteingang. Das haben wir schon gemacht. Nick, wenn das stimmt. Jeder würde denken, dass Powers der Täter wäre. Bei solchen Beweisen. Der Täter war. Danke für die Aufmunterung. Die Wachfrau. Zu der Wachfrau. Ach, die süße alte Dame. Die ist wirklich charmant. Hä? Sprechen wir von derselben Person? Als ich ihr meine Dienstmarke gezeigt habe, gab sie mir einen Donut und einen Kaffee. Denk an das, was Powers gesagt hat. Sie hat eine Schwäche für Autorität. Mir sogar ein wichtiges Beweisstück gegeben. Was? Ja, ich würde das auch gerne sehen. Was für ein Beweis? Nun, dieses Foto. Das Foto des Stil-Samurai auf dem Weg zum Schauplatz des Verbrechens. Was? Wer hat das gemacht? Sehen Sie die Kamera dort auf dem Tor, meine Liebe? Das Tor? Sie meinen das mit dem Willkommensschild? Ja, immer wenn jemand vorbeigeht, macht die Kamera automatisch ein Foto. Oh nein! Nick, er hat einen Beweis! Wir sind erledigt! Komisch, für jemanden mit einem sicheren Beweis sieht er nicht allzu glücklich aus. Was ist denn los, mein Lieber? Sie sehen so fertig aus. Schauen Sie nicht so fröhlich, wenn Sie das sagen. Wir dürfen den Mitarbeitern gern ein paar Fragen stellen. Achso, wir würden den Mitarbeitern gern ein paar Fragen stellen. Klare Sache, meine Liebe. Gehen Sie, wohin Sie möchten. Sie werden natürlich keine Hinweise finden, die ich nicht schon entdeckt habe. Ich bin froh, dass wenigstens einer hier seinen Spaß zu haben scheint. Nick, lass uns gehen. Ich würde gerne das Foto sehen. Wir dürfen uns frei auf dem Gelände bewegen. Das ist die Chance, sich mal umzusehen. Meine Frage ist hier, ich wette, auf diesem Beweisfoto sieht man diesen Powers in seinem Kostüm. Das heißt, jeder hätte das sein können. Er hatte bestimmt diese Maske auf. Deswegen nahm man an, es wäre auch dieser Powers gewesen, aber bestimmt war es ein anderer, einfach nur in seinem Kostüm. So, erstmal untersuchen. Das ist die Kamera. Hey, gibt's eine Kamera? Die Überwachungskamera. Sie macht Fotos von den Leuten, die zum Studio gehen. Man muss sich nur die Daten ansehen und man erfährt, wer wohin gegangen ist. Da ist ein Nummernschild an der Kamera, das ich mir jetzt eben ganz mal schnell notieren werde. Was wir wahrscheinlich später nicht mal brauchen. Aber ich mache es trotzdem. Das muss die Kennziffer der Kamera sein. Über dem Weg hängt ein großes Willkommensschild. Ja, das Studio macht wohl schwere Zeiten durch. Allerdings lassen sie Leute an den drei Drehfreitagen rein. Sie verdienen etwas Geld dazu, indem sie Eintritt verlangen. Wow, Sie wissen eine ganze Menge über diesen Ort, Inspektor. Sie können jederzeit Ihren Dienst quittieren und hier anfangen, wissen Sie? Ja, und welch ein perfektes Timing für das gebrochene Genick des Affen und all das. Was?
Hey, was soll das jetzt wieder heißen, Jüngchen? Das Studio-Maskottchen. Was ist das für ein Maskottchen? Warum hat er den Kopf verloren? Ich denke, es ist wohl irgendein Affe. Ach so, deswegen der Affe. Aber welche Affenart hat eine derartige Nase? Er hält ein Schild in seiner Hand. Rechts zu Studio 1, links zu Studio 2. Was ist mit diesem Ding los? Es sieht irgendwie kaputt aus. Oh, der Wind war gestern ziemlich heftig und der Kopf ist abgebrochen. Dabei hat er auch den Baum dort umgeworfen. Ah, hier der Baum. So, ich habe Angst, wenn ich da klicke, dass er dann direkt auch zu Studio 1 geht. Ich bin etwas groggy, vielleicht ruhe ich mich hier ein bisschen aus. Ja, gute Idee, mein Lieber. Inspektor, ermitteln Sie nicht in dem Fall. Nun ja, aber wir Ermittler werden auch mal müde vom Rumstehen, meine Liebe. Das ist der Bogen. Der Eingang zu Studio 1. Das ist das Studio, in dem Jack Hammers Leiche gefunden wurde. Gehen wir rein und sehen uns mal richtig um, Nick. Hey, sie ist abgeschlossen. So aus, als bräuchte man einen Kartenschlüssel, um reinzukommen. Es ist verständlich, dass sie keinen außer die... Meine Güte, es ist verständlich, dass sie keine außer die Angestellten reinlassen wollen. Das heißt, ich muss zur Wachfrau wahrscheinlich zurück und sie irgendwie überreden, mir diesen Schlüssel zu geben. Hey, Gamschuh! Das bringt ja nichts. Ja, ich kann nur zum Haupteingang zurück. Mit dem Reden kann ich jetzt auch nicht mehr. Ich hätte gern das Foto. Und dann gehen wir mal ganz kurz zum Haupteingang zurück und versuchen mal mit ihr zu... Nick, sieh mal! Diese Wachfrau ist in der Wachstation und stopft Donuts in sich rein. Ich glaube, alle Bullen mögen Donuts. Ja, und sie sind weich genug, sodass sie sie nicht kauen muss. Oh nein, ich hasse es, mit Old Bag zu reden. Die gute alte Old Bag. Hey Sie! Nun haben Sie sich schon überzeugt, dass Powers schuldig ist? Ja. Sie musste mir das Leben schwer machen, indem sie das Foto Inspektor Gamschuh gab. Oh, jetzt können wir wieder drei neue Sachen fragen. Uiuiuiui. Warum haben Sie uns nichts von dem Überwachungsfoto gesagt, meine Dame? Ach das! Ich fand es einfach spannender, gleich mit dem Inspektor persönlich zu reden. Diese Dinger sind wichtig, verstehen Sie? Ich habe eine neue Stimme plötzlich für Sie, kann das sein? Ach, gleich links von ihr ist das Tor mit der Kamera, die das Foto aufgenommen hat. Es ist mein Job, die Fotos jeden Tag zu überprüfen, verstehen Sie? Diese Wachstation befindet sich in zentraler Lage. Egal wohin man geht, man muss immer an der Wache vorbei. Nun, der arme Hammer ging kurz vor 13 Uhr zum Studio. Der Mord geschah gegen 14.30 Uhr, klar? Der Einzige, der zwischen 13 und 14.30 Uhr hier vorbeikam, war Powers selbst. Die Überwachungskamera hat ihn auch dort... hat ihn auch voll drauf. Falls er es nicht war, weiß ich nicht mehr sonst. Vielleicht waren Sie es. Ach, der war nicht schlecht, Kleiner. Sie glaubt, ich hätte gescherzt. Ich mag die nette alte Wachfrau nicht besonders. War das Opfer Herr Hammer ein beliebter Schauspieler? Oh, er war der größte Star hier im Studio. War? Vergangenheit? Ja, ist er tot, oder nicht? Oh ja, er war großartig als der bärtige Samurai. Unter anderem ja. Er strahlte am hellsten damals. Ein Star wie ihn den bösen Richter spielen zu lassen, eine Schande, sag ich Ihnen. Hammer nahm sich das sehr zu Herzen, aber er sollte ihm das wer sollte ihm das verdenken? Zu der Überwachungskamera. Ach ja, die Kamera. Sie ist automatisch. Sie merkt, wenn jemand durch das Tor geht, verstehen Sie? Dann macht sie ein Foto, knips. Offenbar vermerkt sie auch die Zeit, wenn sie ein Foto macht. Aber ich befasse mich nicht mit solchen Details. Ich schaue mir nur alle Fotos am Computer in der Wachstation an. Ich überprüfe sie jeden Tag, bevor ich nach Hause gehe. Und zwar immer. So. Aber ich kann immer noch nicht... Nee, ich kann den PC nicht anklicken.
Ich kann ja auch nicht sagen, hey, ich hätte auch gerne das Foto. Sagt jetzt auch Finger weg, wenn ich darauf klicke? Ja. Kann ich ihr eigentlich, wenn ich präsentieren, wenn ich ihr das hier präsentiere, ist sie dann netter zu mir? Was ist das? Sie geben mir das? Gewiss nicht. Sie wird nicht netter. So.